meine Damen und Herren. Es hat zum ersten Mal im Rahmen dieser Friedensrose-Verleihungen, wir haben ja heuer die dritte Verleihung, die erste war im Jahr der Landesausstellung 2002, 2005, 2007 und 2010, haben also diese Friedensverleihung, Rose-Verleihungen durchgeführt. Heute eben zum dritten Mal und zum ersten Mal gibt es also auch im Vorfeld als Vorprogramm einen Staffellauf. Und der Verantwortliche für diesen Staffellauf ist der Cerikiran Mustafa Kemal aus Yerushalayim. Und wir haben also Mannschaften gehabt aus Seitenstädten, aus Dimbach, mehrere Mannschaften aus Waldhausen. Und ich bitte den Verantwortlichen hier, uns die Siegerehrung vorzunehmen, gemeinsam mit unserem Bürgermeister. Der Josef Bauer ist von unserer Union Waldhausen der zuständige Sportreferent und Kulturrat. Den darf ich jedenfalls bitten, dass er dann diese technischen Details durchgibt. Lieber Sepp, du sagst bitte wahrscheinlich hier, wer welchen Preis und wer kriegt wer. Der Sepp Bauer macht das, seid so nicht mehr. Darf ich jetzt die Mannschaften bitten, die mitgelaufen sind, dass sie zu uns kommen? Es wäre zum einen Höckling, Waldhausen 1, Waldhausen 2, Waldhausen 3, Dimbach, Seitenstetten und Waldhausen 6. Deine beiden Gruppen aus Waldhausen, Waldhausen 1 und 2, danken wir sehr herzlich, dass Sie mitgelaufen sind. Sie haben leider das Finale nicht ganz geschafft. So, dann ist Folgendes. Den vierten Platz und somit den zweiten bei den Jüngeren hat Waldhausen 3 erreicht. Die sind aber jetzt da, oder? Ja. So, den dritten Platz und somit erster bei den Jüngeren sind die Läufer aus Dimbach. Sind die Läufer jetzt da von Dimbach? Sehr gut. So, den zweiten Platz und sozusagen die Silbermedaille haben unsere Gäste aus Seitenstetten erreicht. So, und man möge es uns verzeihen, wir sind Patrioten natürlich bei uns in Waldhausen. Wir freuen uns ganz herzlich über den ersten Platz von Waldhausen 6 und gratulieren sehr herzlich. Während also hier eifrig fotografiert wird, ein herzliches Dankeschön unserem Josef Bauer, dem Sportrat, Kulturreferenten der Union Waldhausen, der zugleich auch im Friedenskomitee als Organisationsreferent mit von der Partie ist. Ein herzliches Dankeschön unserem Mustafa für die Organisation des Staffellaufes. Und viel Vergnügen nun zum Hoch- und Deutschmeistermarsch von Dominik Erdl mit unserer Musikkapelle Waldhausen und der Stadtführerin Katharina Eigner. Isabella, deine Fahne, die Fahne der Volksschule St. Thomas, uns vorzustellen. Bitte schön. Ja, ich spreche für unsere Fahne. Das ist die dritte Fahne von rechts, die man hier so unter dem Rauchfang sieht. Wir haben die Fahne vorbesprochen. Wir sind eine sehr kleine Schule, möchte ich dazu sagen. Wir hatten letztes Jahr 40 Schülerinnen und Schüler. Sie haben sich Gedanken gemacht, welche Motive die Fahne zieren könnten. Und da sind sie eben gekommen auf Sonne, Mond und Sterne, auf Regenbogen, der die Welt umspannt, auf Friedenstauben, die man
auch immer wieder auf den anderen Fahnen findet, auf Hände, die einander reichen und natürlich die Friedensrose selbst. Dankeschön, Frau Direktorin Isabella Knopp. Herzlichen Dank für die Mitarbeit. Neben mir auch der Direktor der Volksschule Waldhausen, der örtlichen Aushänge-Volksschule, Direktor Franz Reiter. Bitte auf dich um die Vorstellung unserer Fahne. Ja, wir haben uns die Fahne, für die Fahne das Motiv der Arche Noah gewählt. Das ist das zweite von links. Lisa ist ein Mädchen aus der dritten B-Klasse, die beim Malen mitgeholfen hat. Ohne Wasser gibt es kein Leben. Das Wasser ist das Element, aus dem alles Leben entsteht. In der Arche haben die Menschen und Tiere Schutz und Sicherheit gefunden. Der Regenbogen mit seinen bunten Farben ist ein Zeichen für die Vielfalt und Verschiedenheit des Lebens und der Menschen. Der Regenbogen ist eine Verbindung zwischen Himmel und Erde. Die Taube mit dem Ölzweig ist das bekannteste Symbol der Hoffnung und des Friedens. Wenn wir auch in einem Land mit einem gesicherten politischen Frieden sind, ist es Aufgabe für die Schule, die Friedensarbeit im Grundbericht immer wieder einfließen zu lassen und den Kindern den Frieden als sehr wertvolles Gut näher zu bringen. Besonders auch bei uns in der Volksschule Waldhausen, weil wir schon über viele, viele Jahre Kinder aus Krisengebieten und Kriegsgebieten haben, denen es beileibe nicht so gut geht. Und ein Mädchen aus dieser Klasse wird uns kurz sich vorstellen. Ich heiße Thaisa, komme aus Tschetschenien. Ich bin mit meinen Eltern und Geschwistern seit 5 Jahren in Österreich. Ich kann mich an mein Geburtsland nicht mehr erinnern. Aus Erzählungen weiß ich aber, dass es dort sehr schlimme Zustände gibt. Ich hoffe, dass ich mit meiner Familie in Österreich bleiben darf und hier eine neue Heimat finden. Herzliches Dankeschön, Direktor Franz Reiter. Danke, liebe Kinder, für eure Beiträge. Die Josefa Leonardsberger von der Hauptschule und vom Polytechnischen Lehrgang in Grein ist ebenfalls bei uns. Ich darf dich bitten, zu uns zu kommen. Die hat also bereits, kann man sagen, gut ausgewachsene Schülerinnen und Schüler mit von der Partie, die also die Fahne selbst vorstellen werden. Welche ist es? Die erste Fahne beim Tor. Die erste Fahne dort beim Tor, bitteschön. Ich stelle als Vertreterin der 3B-Klasse der Hauptschule Grein unsere Friedensfahne vor. Im Zeichenunterricht haben wir uns verschiedene Symbole für Frieden überlegt. Wir haben dann Sonne, Taube, Hose und Regenbogen gewählt. Durch die Wärme der Sonne strahlt Frieden in alle Richtungen und soll so jeden von uns erreichen. Das Entwerfen war anfangs eine Herausforderung an uns. Doch als wir dann Motive wachsen sahen und es auch dann noch anmalten, waren wir mit unserem Ergebnis sehr zufrieden. Wir freuen uns, dass wir mit unserer Fahne einen Beitrag zu diesem Fest leisten. Frieden in den Mittelpunkt des Zusammenlebens zu stellen. Die nächste Schule kommt von Polytechnische Schule Grein. Wir sind die zweite Fahne vom Tor. Wir fanden es toll, dass wir an diesem Projekt arbeiten durften und es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Die Fahne zu malen hat sehr gut zu uns gepasst, weil wir in der humankreativen Gruppe der Polytechnischen Schule waren. Wir haben uns verschiedene Anregungen aus dem Internet geholt und haben sich am Ende dafür entschieden, eine Rose und das Peace-Zeichen, das bedeutet Friede, zu malen. Zusammen haben wir viele Stunden verbracht, um uns kreativ auszuüben und diese Fahne zu bearbeiten und zu gestalten. Bravo! Ein herzliches Dankeschön auch euch für diese wunderschöne
Fahne. Und jetzt fördert noch die Hauptschule Berg. Bitte schön. Hauptschule 2 Berg, das ist die Fahne, die erste. Und zwar haben das unsere Integrationsklassen gemacht. Frieden zu leben ist nicht immer leicht. Besonders schwierig wird es, wenn verschiedene Nationalitäten, Hautfarben und religiöse Gesinnungen zusammenkommen. Dass es trotzdem ein friedliches Miteinander über die Grenze hinweg gibt, sollen unsere Kinder auf der Fahne zeigen. Ein herzliches Dankeschön unserer Hauptschullehrerin Theresia Rosa. Jetzt kommt Seitenstetten-Bieberbach. Seitenstetten-Bieberbach, die Friedenshauptschule, die heute natürlich eingetroffen ist und super mitgearbeitet hat bei der Wahlfahrt. Bitte auch um die Vorstellung der Fahne. Mein Name ist Wolfgang Keidin, ich bin Lehrer an der Hauptschule Seitenstetten-Bieberbach und wir haben gleich den Auftrag erhalten, zwei Fahnen zu gestalten. Und zwar erkenntlich sind beide an dem Schriftzug Hope. Eine hängt dort als erste und die zweite Fahne ist eine von vier bei der Kirche. Wir sind mit diesem Preis ausgezeichnet worden aufgrund unserer Befassung mit dem Thema Sadako. Menschen meines Alters werden sich vielleicht erinnern, dass es in den 60er Jahren das Buch von Karl Bruckner Sadako will leben gegeben hat. Es behandelt die Geschichte eines 12-jährigen Mädchens, das 1955, 10 Jahre nach dem Abwurf der Atombombe in Hiroshima, an den Folgen der Strahlenkrankheit, also an Leukämie, gestorben ist. Und in Japan gibt es die Legende, dass man wieder gesund wird, wenn man 1000 Kraniche faltet. Und diese Sadako Sasaki hat mehr als 1000 Kraniche gefaltet. Sie hat es trotzdem nicht geschafft. Sie ist 1955, wie gesagt, im Alter von 12 Jahren gestorben. Heuer, im Mitte Juni, also relativ knapp vor Schulschluss, ist uns also mitgeteilt worden, dass wir diesen Preis gewonnen haben. Okay. Die Symbolik, die also unserer Idee zugrunde liegt, die wir also gemeinsam entwickelt haben, ist also der Schriftzug Hope, Hoffnung. Den braucht man, glaube ich, nicht näher zu erklären. Und das andere sind die Kraniche. Einerseits im weißen Feld bunte Kraniche und an der anderen Fahne, die man jetzt hier durch die Bäume verdeckt nicht sehen kann, weiße Fahne auf Regenbogengrund. Bei uns im auf dem Friedensdenkmal in der Schule steht der Schriftzug Hope is riding on the wings of cranes, zu Deutsch Hoffnung ruht auf den Schwingen der Kraniche. Und wir sind also stolz und froh, dass wir heute unsere Werke hier präsentieren dürfen. Dankeschön. Ja, herzliche Gratulation und herzlichen Dank auch unserer Friedenshauptschule hier in Seitenstetten. Meine Damen und Herren, ich bitte die Ehrengäste und alle, dass wir uns zum Festzug zur Friedensvesper begeben.
dass ich euch heute in diesem speziellen sonderlichen Sonntag alle in unserer schönen Schiffskirche bei draußen begrüßen. Wir werden hier eine ökumenische Friedensfestfeier. In diesem heutigen Tag sehen wir in besonderer Weise auf die Früchte unserer Preisträger, Menschen, die sich eingesetzt haben für andere Personen in ihren Nöten oder für unsere Schöpfung, die ebenfalls leidet unter vielfacher Ausbeutung. Jeder noch so kleine Einsatz an Nächstenliebe und Solidarität ist wie ein winziger Tropfen Liebe im großen Ozean der Welt. Aber wie viel ärmer wäre der Ozean ohne unseren Tropfen? Sei hier zugegen, Wort uns gegeben, dass wir dich hören kann mit Herz und Seele. Bring deine Kraft und uns ins Bereich. Dass wir dich hören, dass wir dich leben, Menschen für Menschen. Alles für alle, dass wir vollbringen dein Wort, unseren Frieden. Sei hier zugegen, Wort uns gegeben, dass ich dich hören kann mit Herz und Sinn. Hört auf mich, die ihr die Gerechtigkeit.
Gerechtigkeit nachjagt und die ihr den Herrn sucht. Blickt auf den Felsen, auf dem ihr gehauen seid, auf den Schacht, aus dem ihr herausgeholt wurdet. Doch meine hilfreiche Gnade bleibt für immer bestehen. Meine Gerechtigkeit wird niemals erschüttert. Hört auf mich, die ihr das Recht kennt, du Volk, das mein Gesetz im Herzen trägt. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Freunde des Friedens, wenn wir unsere tagtäglichen Medien betrachten, Zeitungen aufmachen, dann sehen und hören wir alles andere als Friedensbotschaften. Wir leben in einer Zeit der Welt, in einer Zeit, wo wir meinen, alles wäre machbar. Macht euch die Erde untertan. Diese Botschaft steht auf den ersten Seiten der Bibel. Und wir werden uns immer wieder darum zu bemühen haben, dass wir diesen Frieden, diese Gerechtigkeit und auch die Bewahrung der Schöpfung als einen Weg sehen. Wir sind alle unterwegs. Keiner von uns ist schon am Ziel. Wir sehen vieles, was abbröckelt, vieles, was sich wieder von neuem entwickelt. In der Bibel steht für Friede das altbekannte Wort Shalom. Vier Beispiele werden wir dann beim Festakt vorgestellt bekommen, in ganz verschiedener Richtung, wo sich Menschen und Gruppen engagieren, damit diese Welt ein wenig ein friedlicheres, ein besseres Gesicht bekommt. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens. So hat der große Franz von Assisi gebetet. Und in Benediktus, dem großen Lobgesang des Neuen Testamentes, bitten wir den Herrn, Herr, lenke unsere Schritte auf den Weg des Friedens an. Dass uns unsere Welt so erhalten bleibt.
dass auch kommende Generationen sich an ihr noch freuen können. Komm uns zu Hilfe. Du Gott in uns, so viele Menschen sind auf der Suche nach dir und dem Sinn des Lebens. Du bist für sie Vater, Freund, Beschützer, Helfer, Erlöser, ihr Friedesheim. Du lädst alle Menschen ein, dich immer tiefer kennenzulernen, damit sie dich in ihr Boot des Lebens hineinnehmen, das allen Stürmen des Lebens trotzen kann. Komm uns zu Hilfe. Du Gott in uns. Friede entsteht nicht von allein. Wir bitten dich für die Schulgemeinschaft unserer Hauptschule. Lass uns erkennen, dass der wahre Friede immer neu in der Beziehung zueinander, im ehrlichen Gespräch und im einander zuhören erarbeitet werden muss. Komm uns zu Hilfe. Du Gott in uns, so oft begegnen wir kranken Menschen sowie Leidenden und gehen achtlos an ihnen vorüber. Mache uns feinfühlig und lass uns ihnen so viel Aufmerksamkeit und Liebe schenken, wie auch wir uns an ihrer Stelle wünschen würden. Komm uns zu Hilfe. Miteinander singen wir jetzt das Vaterunser. Er bewährt seine Freude. Und wie er
Vater, unseres Herrn Jesus Christus, der uns tröstet in jeder Not, segne euch und lenke eure Tage in seinen Hut. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin und bringt den Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn. Festmusik und Präsident des Kuratoriums Friedensrose, Europäische Friedensrose Waldhausen 2010, Graf Nickers Salm Reiferscheid, wird nun die Begrüßung vornehmen. Darf ich Sie alle ganz, ganz herzlich begrüßen hier zur Verleihung der Friedensrose Waldhausen und mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken dafür, dass Sie gekommen sind und durch Ihre Teilnahme auch mitwirken an diesem Geschehen. Ich freue mich, Ihnen heute die Preisträger der diesjährigen Friedensrosenverleihung vorstellen zu dürfen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. In diesem Satz finden sich vereint alle 10 Gebote wieder, die die Grundlage unseres religiösen Lebens sind. Es ist ein Aufruf, den Schöpfer in der Schöpfung zu ehren. Und wir alle sind ein Teil dieser Schöpfung. Der Mensch braucht Vorbilder, von denen er lernen kann, an denen er sich orientieren kann. Die Friedensrose, zu deren Verleihung Sie heute alle nach Waldhausen gekommen sind, ist eine Auszeichnung, mit der man Vorbilder aus der Masse hervorheben möchte. Sie soll ein Ansporn sein für alle, es den Preisträgern gleich zu tun. Es ist eine große Herausforderung, junge Menschen richtig zu erziehen, zu formen, ohne ihren Willen zu brechen. Die Jury der Friedensrose Waldhausen hat sich damit auseinandergesetzt und einer Schule ganz besonderes Augenmerk gewidmet. Und es ist mir eine große Ehre, nun der Hauptschule Seitenstetten-Bieberbach als besondere Auszeichnung die Anerkennungsrose überreichen zu dürfen. Nirgendwo sonst kann man die Notwendigkeit der gegenseitigen Rücksichtnahme und des Einbringens des eigenen Könnens besser demonstrieren als in einem Orchester oder in einem Chor. Der Ton macht die Muse,
sagen wir hier in Oberösterreich. Behaltet euch auch weiterhin diesen Einklang in Harmonie durch gegenseitige Wertschätzung, Aufmerksamkeit und Respekt. Fördern Sie und begeistern Sie unsere Jugend, damit diese mit dem nötigen Mut, Wissen und der Motivation die Herausforderungen der Zukunft in Angriff nehmen, unter Rücksichtnahme auf die Bewahrung der Schöpfung. Ich darf Ihnen nun mit großer Freude die Anerkennungsrose überreichen. Festgäste, es gibt keinen Weg zum Frieden. Der Friede ist der Weg, sagt Mahatma Gandhi. Und auf diesem Weg sind Sie, sind wir alle unterwegs, auch die Hauptschule Seitenstetten, Biberbach, im zielorientierten Zusammenwirken von Schülern, Lehrern, Eltern, Pfarre und der Gemeinde als Schulerhalter. Ich danke allen fürs Mitgehen. Diese Friedensrose soll jedenfalls einen Ehrenplatz bekommen und von allen Vorbeikommenden Frieden, Gerechtigkeit und Schöpfungsverantwortung einmahnen. Was wir für eine Grenze halten, stellt sich mitunter als Horizont heraus. Persönliche Grenzen überschreitend agierten in ihrem segensreichen Wirken die heutigen drei Hauptpreisträger. Herzlichen Glückwunsch auch Ihnen zur Zuerkennung der Friedensrose 2010. Und schließen möchte ich nochmals mit einem Spruch Gandhis: Wir müssen die Veränderung sein, die wir auf der Welt sehen wollen. Herzlichen Dank. Jeder einzelne Mensch ist ein Geschöpf Gottes und als solches ein Unikat, einzigartig in seinem Wesen und in seiner Gestalt, mit einem festen Platz im göttlichen Plan. Stellen Sie sich vor, Sie machen Urlaub in Tokio und schlendern dort durch die berühmte Ginza-Einkaufsstraße. Sie, als mehr oder weniger typische Europäer, umgeben von lauter kleinen Asiaten. So, und jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind nicht mit einem Touristenstadtplan, einer Urlaubskamera und dicker Brieftasche ausgestattet, sondern völlig mittellos, mitten in Tokio. Jetzt können Sie sich annähernd vorstellen, wie sich unzählige Menschen in unserer unmittelbaren Umgebung in Österreich fühlen. Menschen, die aus einer hoffnungslosen Situation in ihre Heimat geflohen sind und in einer gesetzlosen und ebenso hoffnungslosen Situation in Österreich gelandet sind. Pater Patrick Kofi Kodom ist Vizeprovinzial der Steyler Missionare und hat sich durch seinen jahrelangen und unermüdlichen Einsatz um die Seelsorge von Schubhäftlingen in Wien verdient gemacht. Er bemüht sich um seine schwarzafrikanischen Landsleute in Österreich und gilt als Brückenbauer zwischen Österreich und Afrika. Das Verbum Divini, das göttliche Wort, ist für ihn Auftrag zur Nächstenliebe. Die Jury hat mit der Wahl von Pater Patrick Kofi Kodom eine weise Entscheidung getroffen. Herr Superintendent Paul Weiland von der Evangelischen Kirche St. Pölten wird ihm nun die Friedensrose aus der Kategorie Personen in Österreich überreichen.
Sehr geehrte Festgäste, ich möchte zuerst mich bei euch allen bedanken für diese Anerkennung, besonders, dass es darum geht, dass diese Menschen, die meisten vergessen sind, dass heute diese Menschen, die immer wieder nur gesellt und nicht genannt sind, dass sie heute einen Namen bekommen. Ich bedanke mich zuerst bei das Kuratorium und Friedenskomitee, bei der Familie Haslauer, Gemeinde St. Martin, Ensbach, Neumarkt, meine Mitbrüder und Schwestern von der Pfarre Assinger Gasse in Wien und die vielen Freunde und Bekannten, die auch heute mit mir hier gekommen sind. Wenn bei euch ein Fremder in eurem Land lebt, sollt ihr ihn nicht unterdrücken. Der Fremde, der sich bei euch aufhält, sollt euch wie ein Einheimischer gelten. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Denn ihr seid selbst Fremde in Ägypten gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott. Das gibt es in der Schrift zu lesen. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen, sagte Jesus in Matthäus Evangelium. In dem Hebräerbrief gibt es zu lesen, denkt an die Gefangenen, als wäret ihr mitgefangen. Diese Grundlagen, die der Auftrag der Kirche im Gefängnis begründen, gibt auch zu bedenken, dass es eine Gruppe von Gefangenen gibt, deren Lage in mehrfacher Hinsicht besonders belastend ist. Menschen in Schubhaft. Schubhäftlinge befinden sich ohnehin in einer besonders schwierigen und hilflosen Lage. Nicht zuletzt wegen ihrer Sprachprobleme haben Schubhäftlinge auch erhebliche Schwierigkeiten, das komplizierte Ausländergesetz zu verstehen. Sie begreifen deshalb oft nicht, weshalb sie abgeschoben werden sollen, beziehungsweise warum sie sich in Haft befinden. Höchst problematisch ist auch die Tatsache, dass mitunter Minderjährige und Mütter von kleinen Kindern in Schubhaft genommen werden. Warum bin ich eigentlich hier? Ich habe doch nichts verbrochen. Diese Fragen werden immer wieder gefragt. Da die Tendenz, dass Abschiebung zu schnell und zu häufig beantragt und zu lange verhängt wird, sodass für die Betroffenen oft auswegelose Situationen entstehen, bis hin zu Gefahr von Verzweiflungstaten. Ich freue mich sehr, dass ich hier heute stehen darf, um diese Anerkennung zu bekommen. Nicht, dass ich, Pater Patrick Kofi, diesen Preis gewonnen habe, aber dass dieser Aufgabenbereich anerkannt ist. Wie gesagt, ich bin Kaplan in Wien, in der Pfarre Alsinger Gasse, und ich werde mich auch freuen, wenn eine Gruppe oder wenn Leute sich interessieren, dass ich mit der Gruppe vielleicht einen Vortrag über diesen Aufgabenbereich, weil hier wir nicht so viel Zeit heute haben, um vieles zu erzählen. Ich danke euch allen, dass Sie Zeit genommen haben, um hier zu sein. Und wenn es so ein Fest gibt, dann glaube ich, dass die Trommel aus Ghana, aus Afrika dürfen auch mitklingen. Und wenn wir da fertig sind, werde ich mit meinem Mitbruder auch ein Danklied mit den Trommeln singen. Dankeschön. Gott hat die Welt als Einheit geschaffen. Doch wir Menschen trennen aus oft kurzsichtigen Überlegungen heraus einzelne Aspekte, wodurch diese sich oft gegenseitig widersprechen. Frau Isolde Schönstein arbeitet mit ihrem Team seit 20 Jahren daran, die Schöpfungsverantwortung zum Thema zu machen, die Menschheit wachzurütteln, ihr die Augen zu öffnen und sinnvolle Schritte aufzuzeigen. Wer könnte besser geeignet sein als Dr. Walter Fenninger, Geschäftsführer des sozialen Einkaufsmarktes SOMA
um Frau Isolde Schönstein stellvertretend für ihr Team der ARG Schöpfungsverantwortung die Friedensrose der Kategorie Österreichische Institutionen zu überreichen. Es ist sehr nett, dass alles herunterwandert. Ich bin schon lange klein und es gibt immer die gleichen Handlungen, bevor ich spreche. Ich danke der Friedensinitiative von Waldhausen ganz, ganz herzlich, dass Sie den Bereich einer Trias aufgegriffen haben, der sehr oft einzeln dasteht und nicht im Verband von Gerechtigkeit, Friede und Bewahrung der Schöpfung. Diese Trias ist nicht zu trennen. Der konziliare Prozess der Kirchen, es war der Weltkirchenrat, hat das schon im vorigen Jahrhundert, ganz früh im vorigen Jahrhundert ausgerufen. Und die Kirchen haben das immer wieder auch sich zu eigen gemacht. Ich komme jetzt gerade von einer sehr großen Konferenz, vom Renovabis-Kongress, der Mittel- und Osteuropa betrifft. Und ich würde jetzt bitten, dass vielleicht ein Kind von 9 und eines von 12 Jahren zu mir kommt. Gibt es ein Kind, das 9 Jahre alt ist oder 12? Du bist 9 Jahre, wunderbar. Komm an meine Seite. Dieser 9-Jährige steht jetzt stellvertretend da für einen 9-jährigen Jungen, der vor 3 Jahren ein Referat in der Schule über Klimawandel zu halten hatte. Er hat sich das so zu Herzen genommen, sodass er gesagt hat, aber eigentlich muss ich selber ja was tun. Er war der Initiator einer weltweiten Baumpflanzaktion. Es gibt hunderttausende Bäume mittlerweile, die von Kindern gepflanzt wurden. Das ist eine ganz wunderbare Bewegung geworden und 360 Teilnehmer der Konferenz waren etwas beschämt, wie er ihnen auch die fachlichen Daten aufgeführt hat. Dass, wenn wir nichts tun, in 50 Jahren der Meeresspiegel um 7 Meter steigt. Wir können uns vorstellen, welche Konsequenzen das hat. Aber wenn wir heute anfangen und das heute ernst nehmen, wir werden vielleicht 2050 oder mit Sicherheit nicht mehr da sein, aber die sind da. Und Sie werden sich daran erinnern, dass wir für Sie eingetreten sind. Helfen Sie alle einfach mit. Ich danke noch einmal ganz herzlich für den freundlichen Empfang auch hier und lade Sie ein, mit der Arbeitsgemeinschaft Schöpfungsverantwortung mitzuarbeiten. Wir sind offen für alle. Etwas in meinem Inneren trieb mich unaufhörlich, mich mit den Armen unserer Zeit zu beschäftigen, insbesondere den jungen Abhängigen. Diese Worte stammen von Schwester Elvira Pedrozzi aus der Gemeinschaft Cenacolo. Sie gründete, anfangs in Italien und heute über die ganze Welt verstreut, mehr als 50 sogenannte Cenacolos, Missionshäuser, in welchen Jugendliche unter fachkundiger Betreuung in Gemeinschaft leben und von ihrer Alkohol-, Drogen- oder Spielsucht geheilt werden. Auch in Österreich gibt es ein solches Haus, eine Gemeinschaft im burgenländischen Kleinfrauenheit. Die Gemeinschaft lebt ganz vom Vertrauen auf die Vorsehung Gottes und von den Freunden und Wohltätern, die sie unterstützen. Schwester Elvira kann aus gesundheitlichen Gründen heute leider nicht selbst bei uns sein, um die Friedensrose persönlich in Empfang zu nehmen. Ich will sie deswegen noch einmal mit einem Zitat von ihr zu Wort kommen lassen. Ich fühle mich immer lebendiger. Ich meine lebendiger, nicht jünger. Denn im Spiegel sehe ich mich schon. Die Falten werden mehr, der Rücken verbiegt sich.
doch das Leben nicht. Das Herz ist stets jung, der Mut kräftigt sich und ist fähig, im Glauben Risiken einzugehen, jenem Glauben, der Liebe ist und unserem Dasein Sinn und Würze gibt. Der oberösterreichische Bischofsvikar Josef Mayer überreicht nun Herrn Georg Schwarz, dem Leiter der Tschernakalow-Gemeinschaft im burgenländischen Kleinfrauenheit, die Friedensrose in der Kategorie Nachbarländer. Ich bin auch noch nicht größer geworden. Wir sind ja immer, wären recht viel. Im Gegenteil, die Mutter Elvira sagt immer, wir müssen immer kleiner werden. Das ist schwierig, ne? Wenn ich dann höre, du bist der Verantwortliche und der Chef vom Haus in Österreich, dann fühle ich mich irgendwie, das passt nicht ganz, weil die Mutter Elvira sagt, Georg, weißt du, wo dein Platz ist? Der Letzte. Ne? Und es ist auch der schönste Platz, der Letzte. Wenn man ganz unten ist, kann man nicht hoch oben fliegen. Es ist ein wunderschöner Platz, weil man sich geborgen fühlt. Ne? Und das war für mich lange, lange Zeit schwierig, Ja zu sagen zu dem Georg. Und das ist mir heute da drinnen ein bisschen durch den Kopf gegangen und durchs Herz vor allem, weil man gedacht hat, du Georg, bist unter den Tisch gelegen, am Sonntagnachmittag um 4:30 wahrscheinlich mehr fett wie nüchtern, irgendwo nach 3 Tagen Sauferei, die Mama hat wahrscheinlich sich die Seele aus dem Leib geweint, weil sie nicht gewusst hat, lebt der Georg, ist er tot, was ist passiert? Und jetzt sitzt in einer Kirche und nimmst eine Friedensrose in Empfang. Das kann nicht die gewesen sein. Das kann nicht aus meiner Kraft kommen. Und die Mutter Elvira weiß, dass wir heute hier leben, die Burschen, die mit sind aus ganz Europa, von Heroin, von Ecstasy, von Drogen, von Alkohol, vor allem aber von der Traurigkeit und von der Konfusion dieser Welt gezeichnet, die würden heute nicht mehr leben können. Ich würde heute nicht dastehen, hätte ich nicht eine Mutter, die ihr Leben lang gebetet hat. Hätte ich nicht eine Mutter, die gegen allen Zeitgeist und aller Kritik gesagt hat, jeden Tag, gegrüßet seist du Maria, heilige Maria, gegrüßet seist du Maria, heilige Maria. Sie hat gesagt, Georg, nimm mal Weihwasser, wenn du fortfährst und du ein bisschen beten. Und ich habe gesagt, na, sie soll nicht reden, die Alte. Sie war aber die, die mich heute leben lässt. Sie ist inzwischen schon im Himmel und das ist das Schöne des christlichen Lebens zu wissen. Das Leben hört nie auf, es geht ewig weiter in den Himmel. Ich bin dankbar, eine Mutter gehabt zu haben, die an ihre christlichen Wurzeln geglaubt hat und die mir das Wichtigste im Leben gezeigt hat. Und damals in der Kapelle in Tschernakalow bin ich gesessen, also bin gekniet, weil wir knien in der Gemeinschaft, wir beten dreimal am Tag an Rosenkranz, denn die Mutter Elvira ist sich sehr wohl bewusst und sie würde heute nichts anderes sagen, als dass nicht sie es ist. Es heilt uns nicht die Mutter Elvira, es heilt uns auch nicht die Luft von Kleinfrauenheit oder von Italien oder wo sonst überall die Häuser sind. Der Einzige, den sie uns zeigt, die Mutter Elvira, ist Jesus Christus, denn sie weiß, er ist der wirkliche Friede. Und wir waren in Rom, voriges Jahr wurde die Gemeinschaft auch, Gott sei Dank, Kirche anerkannt, also kirchlich päpstlich anerkannt, und sie sollte dort eine Rede halten, die Mutter Elvira, und heute wird sie wahrscheinlich genauso gehen, wenn sie da wäre. Sie hat sich da ein paar Zettel vorbereitet und hätte soll viel sagen, die ganze Entstehung der Gemeinschaft, das was ich jetzt auch hätte sagen sollen, ist mir jetzt nicht, auf jeden Fall hat sie begonnen und im Endeffekt hat sie gesagt, amore, 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 servire. Liebe, Liebe, Liebe und dienen. Ich glaube, Tschernakalow ist nichts anderes als eine Schule des Lebens, wo du lernst zu geben. Denn wir wissen, wenn wir Menschen sind, die geben, dann haben wir auch eine Freude im Leben. Wenn man sein Leben nicht hingibt und wir versuchen, so gut wir können. Ich weiß nicht, ob wir Zeit haben für ein Lied oder nachher dann. Ich glaube, das schönste Zeugnis sind die Burschen selbst. Wenn die Burschen... Facciamo un canto? Un canto! Ein bisschen in Italiano. Wir singen es einfach. Übersetzen braucht man da, glaube ich, nicht viel. Yeah.
beten helfen. Wir beten. Signore Gesù, prega, prega, prega. Bitte nicht mitmachen, bitte nicht mitmachen, ne Dolle. Signore Gesù, yeah, yeah, yeah. Ihr dürft auch schon mitmachen, oder? Ein bisschen, ne? Das kann sie nämlich sehr gut und das tut uns auch gut, weil das brauchen wir hier und da. Ein ganz herzliches Vergelt's Gott nochmal. Danke für alles. Langsam seinem Ende zu. Ich darf jetzt im Namen des Kuratoriums und des Komitees allen sehr herzlich danken, den Einreichenden, der Jury, namentlich für die Jury, dem Herrn Superintendenten Magister Paul Weiland, den Schülern und den Schulen mit den Fahnenprojekten, unseren Sponsoren, den Staffelläufern mit dem Team, allen, die die Werbung betrieben haben, Plakate, Transparente, Gemeinderundschreiben, Fahrbriefe, die Presse, der Rundfunk, die Fotografen, Videos, unsere Homepage, Radio Maria. Besonders auch herzlichen Dank den Sternwallfahrern von der näheren Umgebung und von weit her, von Seitenstädten. Allen Besucherinnen und Besuchern des heutigen Friedensrosenfestes, unserer lieben Musikkapelle Waldhausen, vor allem euch, dem Chor der Hauptschule, der Friedenshauptschule Seitenstetten-Biedmerbach unter der Leitung von Josef Penzendörfer, den Priestern, namentlich vertreten, den Herrn Bischofsvikar Prälat Josef Meyer, allen, die die Vorbereitung und Gestaltung
und die Ausrichtung des heutigen Friedenfestes durchgeführt haben. Last not least, unserem Initiator, dem Friedenskünstler und Sakralkünstler Pius Frank mit seiner Frau Christa. Ich glaube, er hat einen besonderen Applaus verdient. Ganz besonders möchte ich allen vier Preisträgern sehr herzlich gratulieren. Das Zeichen der Friedensrose ist die schwarze Rose auf dem gelben Feld. Auf den Fahnen sehen wir es, auch auf den Abzeichen. Und so soll diese Friedensrose, die hier stehen bleibt, gleichsam eine Zelle des Friedens sein. Und ihr, der sie jetzt hinausträgt als das Zeichen der Auszeichnung, soll es ein Ansporn sein, nicht nur für euch, sondern für uns alle, dass wir Freunde des Friedens bleiben. Nochmals zum Schluss ein Dank an alle, die in irgendeiner Weise dazu beigetragen haben, dass dieses heutige Fest so schön und so stimmig geworden ist und für alle, die sich um den Frieden bemühen. Ja, meine Damen und Herren, ein herzliches Dankeschön unserem Vorsitzenden des Kuratoriums Friedenskomitee Waldhausen, Graf Niklas Salm-Reiferscheid. Herzliches Dankeschön unserem Dechant Pfarrer Karl Wögerer, unserem Sakralkünstler Pius Frank, unserem Landesschulinspektor von Niederösterreich, Herrn Rötzel. Dankeschön noch fürs Kommen. Wir freuen uns über alle Ehrengäste, die heute so zahlreich bei uns gewesen sind. Tragen Sie diesen Gedanken des Friedens von Waldhausen, von diesem schönen Gelände hier hinaus in die weite Welt. Und ein Dankeschön allen unseren Preisträgern, dass sie sich auch so intensiv und so wirkungsvoll vorgestellt haben und ihre Thematik hervorragend unserer Bevölkerung und unseren Gästen nahegebracht haben.